Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Spider-Man. Ich bin Simon Smurfix. Schau dich mal dieses schöne Bild an, was der Maxi da wieder geschossen hat. So, wir haben eine neue Anfrage in der App bekommen, hat er gerade gesagt. Das machen wir. Aber davor kümmern wir uns jetzt erstmal um die Nebenmission. Beim letzten Mal haben wir eigentlich nicht viel anders gemacht. Unter anderem haben wir dem netten Hirn hier getroffen. Geholfen. Wow, der Freedive-Voll sieht cool aus. So, jetzt wird es aber erstmal interessant, denn wir werden jetzt erstmal, ich denke, zu unserem Onkel Aaron gehen. Und mit ihm ein kleines Wörtlein hier reden. Das wird jetzt hier eine Sidequest noch sein, wo wir seine Tonbänder finden mussten. Und danach kümmern wir uns noch um die Danke Spider-Man-Aufgabe. Ich denke, das wird sein, weil wir alle Nebenaktivitäten gemacht haben. Wäre zumindest mal meine Vermutung. Und dann, wenn es uns so gefällt, werden wir auch mal mit der Hauptsäule weitermachen und hier schauen, ob wir Finn stoppen können und mal mit unserem Onkel hier ein Wörtchen reden können, nachdem er uns hier verraten hat. Also, wo ist er? Ein guter Dieb braucht ein gutes Versteck. Das Versteck des Prowlers. Immer am Aufrüsten. Das Talent zum Anzugflicken habe ich von Onkel Aaron geerbt. Oh, natürlich, scheiß Schlagsack. Ich mal probieren. Nein, ich mach's noch kaputt. Hau drauf! Okay, oder Dance halt. Das ist fast dasselbe. Hab was für dich gemacht. Das sollte dir helfen. Nutze die Geräusche der Stadt. Nutze die Geräusche. Frequenzsperre? Jeden Tag was Neues. Hey Kleiner, hoffentlich passt der Anzug. Du hast gefragt, warum dein Dad und ich keinen Kontakt mehr hatten. Er suchte den Prowler. Er stieß auf meine Klienten. Typen wie Simon Krieger, Wilson Fisk. Dein Dad durfte sich mit solchen Leuten nicht anlegen. Zu gefährlich für dich und Rio. Also sagte ich es ihm. Ich wollte, dass er sich zurückzieht. Und das tat er. Endgültig. Er wollte mich nicht in deiner Nähe, damit du nicht wirst wie ich. Hoffentlich hilft dir der Anzug dabei, es besser zu machen. Pass auf dich auf. Spider-Man. Danke, Onkel Aaron. Für alles. Naja, schauen wir mal, wie sehr das Dankeschön noch beim nächsten Mal bleibt. Also, okay, jetzt will ich nur kurz schauen. Also, wir haben echt hier, da haben wir noch zwei Nebenmissionen. Ich denke, die werden dann später noch freigeschaltet werden. Und letzter Test. Oh mein Gott, das ist ja, ach, das ist schon wieder eine Aufgabe. Okay, dann gehen wir erstmal zum letzten Test. So wie es aussieht, geht uns die Arbeit doch nicht aus. Der Anzug sieht sehr stylisch aus, Mann. Der sieht sehr cool aus. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, ob wir da eine neue Fähigkeit erhalten oder ob der einfach so random einfach so, ob man ihn dazu bekommt. So, aber den Anzug, den lassen wir. Du hast alle Herausforderungen geschafft. Da bleibt mir wohl nur eins. Die super geheime, ultimative Bonus-Herausforderung freizuschalten. Geh zu ihr. Wenn du dich traust. Oh, böse Lachen ist gar nicht so einfach. Mann, er hat recht. Nehmen böse Jungs Unterricht in sowas? Hier ist you, die heiligen Hallen. Meine Alma Mater. Habe ich dir je erzählt, was bei meinem Start hier passiert ist? Geh zur Markierung und erlebe die Geschichte selbst. Das wird lustig. Am allerersten Tag am College. Ich mach Kugelfutter aus dir, Spider-Man! So, besser kann ich Watcher nicht. Da hatte Peter aber Spaß. Watcher ist eine hochgefahrene Rap-Best-Adventure-Adventure. Watcher wollte ihn dann? Ich sag dir, was meins. Dieser Kampf war hart. Ganz schön harter Kampf! Immer mischst du dich ein, Spider-Man! Warum darf man meine sinnlos, unnötigen, dramatischen Verbrechen nicht in Ruhe begehen? Klingt, als wäre diese Waldschirmnummer irgendwie Therapie für Pete. Ich bin alt!
Das war die blödeste Aufgabe überhaupt, aber sie war Superman. Die war echt Superman. Ein Geschenk auf mich. Nichts wie hin, bevor es mir jemand wegschnappt. Die war echt super, die Aufgabe, Mann. Und seht ihr das? Wir haben schon wieder einen neuen stylischen Anzug. Fällt euch das mal auf? Wir kriegen nur noch Anzüge stylischer, aber also auch wenn der jetzt hier cool aussieht, liebe Leute, Mann. Also sieht richtig cool aus. Miles Morales 2020 Anzug. Ich will den Prowler Anzug. So. Jetzt kriegen wir eh den Pokéart-Katze, kriegen wir jetzt eh gleich. Übrigens, ich kann mir mal die ganzen Anzüge kaufen. Nö. Und zack. Habe ich genug Punkte. So. Mir gefällt ja gut, den will ich nämlich behalten. Also, liebe Leute, schöne Aufgabe. Das war so geil, weil wie Pete die Stimme nachgemacht hat von dem. Hey, ich bin alt und das ist die Jugend, die mich angreift. So, da, liebe Leute. Gut, dann schauen wir mal, was ja noch unsere Belohnung sein wird. Da bin ich natürlich gespannt. Black Lives Matter. Oh, das ist schön. Schöne Sache. Wir sind stolz, ein Spidey wie dich zu haben. Danke für alles, deine freundlichen Verbündeten aus der Nachbarschaft. Fünf Sterne bewerte. Ja, eine schöne Geste. Natürlich mit der immer noch den Rassenrunde, den wir hier in Amerika leider immer noch hier haben. War ja die Black Lives Matter hier eine, dieses Jahr wohlgemerkt auch schon einige Jahre schon davor gab, aber eben dieses Jahr ja, mit hier der leider Tod hier von Floyd hier nochmal sehr populär geworden ist. Es ist eine schöne Aktion, muss man hier sagen. Natürlich, wenn ihr unser guter Miles natürlich hier aus Harlem kommt, ist es ja auch ein Viertel, wo doch sehr viele Dunkelhäutige zu Hause sind. Eine schöne Aktion, eine schöne Geste und sag jetzt mal eine kleine nette. Was? Was?
da nicht rauslassen? Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger? Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Verdammt, nein! Keine Widerrede jetzt! Ich will nicht! Aber hier kann ich nicht bleiben! Dann tue ich, was ich tun muss! Dich schützen! Seine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Da kann ich den Trick kontern. Du begreifst das nicht. Ich bin der Einzige, der dich retten will. Und ich will alle anderen retten. Also, liebe Leute, eigentlich ein sehr, sehr cooler Kampf, leider. Ein sehr trauriger Kampf. So, und jetzt. Jetzt. Wir müssen ihn in den Elektrokasten reinhauen. So, das wäre eigentlich das Beste, aber das hat auch nur einmal jetzt geklappt. Komm! So ganz habe ich ehrlich gesagt den Kampf immer noch nicht verstanden. Au. Bleib bloß weg von den Dingern. Oder muss ich ihn da hinlocken, oder? Keine Ahnung. Wenn es sein muss. Komm, jetzt zeig dich. Boah.
Der hat gesessen, Mann. Aber okay, wir können auch draufhauen, Mann. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Endgültig. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn es in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. Be greater. Ja, das könnte man hier so als die Botschaft benennen. Also, ein, ja, wirklich dramatischer Kampf hier. Unser Onkel, der uns hier nur beschützen wollte, auf seine, sag ich mal, verkorkste Art. Liebe Leute, bevor wir jetzt weitermachen und dann beim nächsten Mal schauen, wie es mit Film weitergeht. Keine Lust. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Spider-Man Miles Morales. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.